Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Und ich würde sagen, wir gehen rein, machen die Türe zu und gucken mal von oben, wie sie sich anstellen, oder? Okay. Eins. Woran? Bist du drin? Ich bin drin, ich bin schon auf dem Tor. Ah, okay. Entschuldigung. Und gucke mal, wie sie sich anstellen. Kletter ich auch mal hoch. Aha. Okay. Ja, Spikes geben Schaden. Rechts außen ist noch einer. So, da kommt ein Hochmotivierter angerannt. Pass mal auf, der ist auch sehr hoch motiviert. Ja, der hat gleich einen Arm verloren. Ja. Und der Der andere andere ist da. über die Spikes gelaufen. Ja. Ist dafür jetzt in den anderen aber auch hängen geblieben. Das Einzige, wie gesagt, wo sie rein können, ist, wenn sie direkt ans Tor gehen würden. Ich glaube, der ist über die Spikes gegangen, weil er von der Seite rangelaufen ist. War klar, dass Buran den trifft, ne? Oder Swissly. Egal, keine Ahnung. Oh. Kann ich nicht mehr einschätzen. Wo tippt denn der da rum? Ah, der ist in die Spikes. Tot. Oh, warte mal. Gib mir ihm den Rest. Ja, dann. Tja, Upa. da haben deine Spikes den Test bestanden. Weiß ich nicht. Meister Swissly fragen, der ja sonst. Also hier liegt ein Arm rum. Hier liegt noch ein Bag, den du mitnehmen kannst. Ein Beutelchen. Habe ich noch Stückchen? Zwei Stück. Nimm die Bags hier drüben auf. Ich kann die nicht mehr nehmen. Ah, bist du voll. Ja. Ich habe schon drinnen die Hälfte ins Haus reingepackt mittlerweile. Okay. Ich habe schon Seile und Tücher und sowas abgelegt, weißt du? Weil, ganz ehrlich, es wird schon mittlerweile richtig zu viel. Zwei, drei, drei, vier, fünf. Zeigt immer voll an. So. Also, wir haben ja die Schaufel uns besorgt und haben gesagt, wir wollen erstmal eine vernünftige Unterkunft hinkriegen. Ich glaube, die vernünftige Unterkunft haben wir jetzt inzwischen, oder? Ja, Dann würde ich sagen. könnten wir doch bei Zeit mal schaufeln gehen. Mal gucken, was Schaufeln? hier ist. Danke. Mhm. Sehr lieb von dir. Was hast du mir da hingelegt? Eh nichts. Was ist da drin? Nicht schon wieder. So, hier liegen jetzt auch alle. Hier ist auch noch so ein Etui. Noch ein. Mal Du drin. kriegst die Tür nicht so. Ein Regal, ja, haben wir. So. Oh. Konserven. Ah ja. Voll, ja gar nicht. E-Pass. Energy Drinks. Meinst du, das eigentlich alles auf dem Boden? Nein, das tut er nicht. Er meldet ja, wenn es nicht mehr geht, ne? Guck mal, auf der anderen Seite stehen schon 15 Dosen oder so. Wodka.
So, jetzt ist das Regal voll. Habe ich noch dabei? Das brauche ich. Kein Mensch, wofür wir das brauchen. So. Okay. So, jetzt, was ist das? Klebeband. Lasse ich erstmal hier. Einen Uhrenhandel aufmachen. Katastrophe. Und ich sagen, das Lagersystem könnte man noch mal überarbeiten, aber das Lagersystem könnte man noch mal Nein. überarbeiten. Das Lagersystem ist doch perfekt. So geizig im Stoff gewesen und jetzt auf einmal 19 Stück dabei. Das muss mir auch mal einer erklären. Ich habe 8 dabei und habe aber schon 8 abgelegt. Oh, sie ist in der Hütte. Sehr schön. Wer kommt als erstes? Obwohl, Ich braucht man ja bleib nicht. Sie hier hat am ja drei Regal. Hände. Sie hat ja drei Hände. Das passt. Oh. So, würde ich sagen, speichern. Jo. Yep. Schlafen. Speichern. Und gutes Nächtle. Gute Nacht. Guten Morgen. Morgen. So, jetzt habe ich Hunger. Ich auch. Ich knirsche jetzt mal Trockennudeln trocken. Als erstes werde ich mal schnell. Okay, die sammelt dann alle unsere Beeren auf. Okay. Soll sie machen. Ist mir Hallo. egal. Ich bin Durstitsch. Dann trink mal was. Und nach den trockenen Trockennudeln kann ich das schon verstehen, dass er Durst hat. Also, wir schauen mal aufs GPS. Stellen fest, dass wir weit, weit weg von überall sind, ne? Ja. Was war denn das neben der Höhle am See, nördlich von uns? Also, Ich habe keine Ahnung, wo das Gebuddel-Ding war. ich auch nicht. Sollen wir mal dahin laufen? Was da drin? Irgendwo war so ein Buddelteil. Probieren wir es einfach, oder? Ja. Probieren wir es einfach. Muss eh jeder für sich buddeln, ne? Meine ich. Bestimmt. So. Nochmal Medizin. Danke. So, also. Ist dabei. Dann Richtung Sonne. Richtung Sonne. Ich folge dir. Einmal, zweimal, ich mache die Türe wieder Geht es zu. aufs Festland? Was? Wir sind auf einer Insel. Ah, gut, dann halt rüber und dann Richtung da.
rüber dann Richtung da. Klingt wie Google Maps. Wir sind doch auf dem richtigen Weg, oder? Sind wir das nicht immer? Der Gleiter wäre nicht schlecht, wenn wir den finden würden, aber der hängt irgendwo in den Bergen, habe ich gelesen. Oh. Sir, I see your problem. Gäste? Nö. Punk. Ah, hier ist was ich noch nicht kenne. Blech. Schmeckt nicht. Und was für eine? Schneebeere. Ja. Ach nein. Hi, Swissly. Hallo. Also. Hatten wir eigentlich irgendwas Sinnvolles an Klamotten? Nö, wir haben das Tauchgerät. Und wir haben den Neoprenanzug. Guck mal. Wenn wir den jetzt anziehen, ne? You see? Können wir da durchschwimmen. Ja, vor allem, weil das Wasser hier... Weil es absolut flach ist. Jetzt schwimme ich. Bin ein Delfin. Aber wo willst du hin? Nennt mich Flipper. Ja, das gucke ich gleich, wenn ich hier um die Kante gucken kann. Ach, sag ich dir, ob das Sinn macht? In die eine Richtung, du in die andere. Ich weiß. Alles klar, dann renne ich geradeaus. Ich schwimme mal da hinten hin, um zu gucken, ob man da hochkommt. Aus der Richtung, wo Swissly hinrennt, da sind wir hergekommen. Ja. Jeder findet seinen Weg. Okay. No? Ich eigentlich nicht. Wohin willst du ganz genau? Zu dem grünen Punkt oder was? Zu dem grünen Punkt neben der Höhle. Weil ich gerade keinen Bock auf Eingeborene habe. Und hab mir gedacht, wenn du schon die Flossen hast, dann nutze sie doch. Oder? Hast du dafür Sauerstoff verbraucht? Nö. Der Neoprenanzug ist ja nicht gleich die Taucherausrüstung. Ach so, ja, stimmt. So, taktische Jacke, die... Da... Dann ziehe ich den jetzt an. So. Fetch. Es erstaunt mich ja, dass hier so 2 Meter breite Wege sind, ne? Angelegt von den anderen, damit sie ihre Opfer nach Hause schleifen können. Die Fastlane fürs Mittagessen. Sozusagen. Der Weg zum Buffet. So ein All-You-Kit. Nein, ich lass mal das jetzt. Nicht von Essen reden, sonst kriege ich gleich wieder Schläge. Und Swissly, zumindest verbal. Kriegst du ja sowieso. Dann red über Essen. Naja, meine Eltern hatten ja Hochzeitstag. Goldhochzeit. Hatten dann eingeladen. Waren beim Chinesen essen. Mal so ein paar Leute eingeladen. Ich hätte auch kommen dürfen. Aber? Es war an einem Donnerstag und mal eben 600 Kilometer hinfahren und abends wieder zurück nach dem Essen. Passt nicht ganz in den Zeitplan. Ach so, ja, na gut. So 1200 Kilometer für 3 Stunden lecker Essen. Ich meine, das ist absolut wert, vor allem 3 Stunden halt mit meinen Eltern zu verbringen. Meiner Schwester, meinen Nichten, beim Onkel.
Dem anderen Onkel und dem anderen Onkel und der anderen Tante und der anderen Tante. Nein, wäre nicht gegangen. Wir mussten ja beide arbeiten. Das hier geht nicht. Wir sind nicht mehr alleine. Wir waren nie alleine. Links Vor neben mir uns. stehen zwei. Okay. Ja. So, der ist schon mal kein Problem mehr. Der andere ist weggerannt. Ja, der hängt da oben auf dem Baum. Na ja, dann lass ihn. Okay, scheinbar doch nicht. Feigling. Oh, jetzt will er aber mir den Pfeil zurückbringen. Achtung, hinter dir noch mal. Oh. Okay, er ist down. Au. Da hinten steht noch einer. Swissly, der kommt hinter dir her. Oh, du hast ihn getasert. Ja, und jetzt ist die Munition alle. Oh. Ach du Scheiße. Von einmal tasern. Jep, dann musst du nachladen. Und wenn nichts zum Nachladen da ist, ist Pech. Die Grauen sollte man doch nicht, oder? Ich hab mich erschrocken. Keiner gesehen. Das waren die Roten. Jetzt kommen die auch schon wieder auf uns los dann. Nein. Das ist eine Graue. Das war eindeutig ein graues Mädchen. Ja. Verdammt, verdammt. So, wo ist jetzt hier der... Und vor allen Dingen noch ein Mädchen. Du weißt, wie das reagiert. Das ist ein Höhleneingang. Oh, shit. Shit. Ein Steinlager, wie schön. Lass mich raten, rauf oder runter? Fangen wir unten an, arbeiten uns nach oben. Mhm. Okay, Keycar, kannst du umdrehen. Shit. Und hier ist nichts. Nö, nope. Verschüttet. Okay. Ja, die Container kann man plündern. Shit. Das ist blöd. Doof. Okay. Also back home. Nee, nicht home, sondern weiter zum nächsten, was wir hier entdecken können. Swissly, kreative Vorschläge, du bist schon draußen. Auf der anderen Seite ist eine Höhle am See. Mhm. Oh, Vorsicht, Elch. Elch? Ja, Elch. Der rennt gerade im Kreis um Swissly rum. Herrlich. Schon wieder ein Grauer. Ja, ignorieren wir ihn. Ja, Entschuldigung. Ihm mal Vorsicht, da ist noch so ein anderer. Du bist so ein Massenmörder. Ich? Mach doch gar nichts. Ich gehe doch nur ganz gemütlich hier durch den Wald. Genau. Du wolltest doch nur spielen. Genau. Oh, wie schön. Nett. Oh, was ist das denn hier unten? Sieht wie eine Hülle aus.
Ein Ausgang von der Höhle, würde ich sagen, oder? Könnte sein. Da es nicht gekennzeichnet ist, sollen wir mal versuchen, hier reinzugehen? Probieren wir es mal. Probieren wir. Mhm. Ich muss nur gerade meine Taschenlampe ausrichten. Meine Taschenlampe hat keine Batterien. Schön. Dann Ach, da war doch noch was. Dann rüsten wir die Fackel aus. Ah, ja. Ich möchte gerne links die Taschenlampe. Licht. So. Jetzt. Entschuldigung, dauert heute eine Sekunde länger. Egal. Ja, hier ist Ende. Von da oben käme man dann runter. Kann man? Warte. Kann mir einer leuchten? Ein Punkt zu erwischen. Aber die Wände gehen nirgendwo. Die lassen sich nicht zu, ne? Von der falschen Seite rein. Entschuldigung. Doch. Nope. Oh, der geht doch nach oben, oder? Nein, er schmeißt einen vorher runter. Naja. Ich heb's wieder auf. Wird es von hier ausgehen? Schade. Naja, ich hab's versucht. Ja, da drüben ist ein Wasserfall, da ist der Eingang, nehme ich an. Ja, dann schwimmen wir rüber. Schluck trinken. Und los. Passiert wohl, wenn mir jetzt die Energie ausgeht. Du wirst zu einem 85 Kilo schweren Blob. 3. Ne, die Energie füllt sich wieder auf. Ist das schön. Das heißt, du hast immer noch nichts gegessen, nichts getrunken? Nö. Hab zwar nur halbe Energie, aber sonst keine Nachteile. Okay. Oh oh. Da waren wir definitiv noch nicht drin, wa? Nee, die war noch verschlossen mit Brettern. Okay, dann. Hier ist ein altes Kanu drin, ja super. Kanu? Bootsbad in der Höhle. Das hat auch was. Also so Überresten von einem Kanu. Ja, gesehen. Nicht raten, das ist eine Taucherhöhle. Hier rechts geht's nicht weiter. Hier sind Kisten. Oh, gut. Die man mit der Fackel wieder öffnen kann. Ich mach mal auf. Zurücktreten, bitte. Ja, sind offen. Alle Sachen, die wir noch nicht haben. Cool. Aber zugemauerte sind doch eigentlich Mutanten, oder? Mutantenhöhlen. Sind mit Sicherheit auch eine Mutantenhöhle, ja. So, hier rechts, da bewegt sich was. Hier. Ja. Tot! Echt jetzt? Ja, der hat so einen Ratsch-Ratsch-Ratsch-Ratsch-Angriff auf mich gemacht. Und zwar. Ah, ja. Ui. Richtig tot. Also ja, ich. Ich wurde zwangsrespawned. Ich muss mich aus so einem Ekelding rausschneiden.
Au. Dankeschön. Mist, ich habe gleich danach eine gekriegt jetzt. Ich sammel mich mal. Danke. Oh, jetzt bin ich wieder da und er war bei mir im Rücken. Warte mal, ich muss mehr ans Helle gehen. Ich komme gleich. Da ist er. Alter, ist der schnell. Bin Nein! Auf dem Weg zu euch. Scheiße! Der hat mich gewonnen-hittet! Ah, jetzt wird's wieder. Der ist zurückgelaufen zu der Stelle, wo. Ich bin auch gut. Scheiße. So, ich schneide mich wieder aus dem Sack raus. Oh Gott. Ja, du brauchst ja eine halbe Stunde hier, bis du aufstehst. So, jetzt warte mal. Tiefer in der Höhle drin, nehme ich an. Ja, aber ich will gerade mal gucken, habe ich noch einen Leuchtstick? Die müsste auf dem Boden liegen. Ach da, oh. Ich habe mir schon richtig Gedanken gemacht. Ne, hier ist das Kanu, wir sind wieder vorne. Ja, ich bin tot. Ich hab schon mitgeregt. Ich habe nur mein Inventar, die Waffe rausgeholt. Das gibt's gar nicht, ich hatte gerade meine Machete rausgeholt. So, ich leuchte. Einmal zugeschlagen, tot. Tot. Aufgehoben. Danke. Hinter dir. Tot. Zwisti, du stehst wieder, er liegt. Ich metzel, ja? Wieso kann man nicht die Fackel und den Speer? Das frage ich mich auch gerade. So sinnlos. Ach, Dosenöffner haben wir noch gar nicht. Vor allen Dingen, warum dauert das immer eine halbe Stunde, bis du das hier aufgehoben hast? Taschenlampe so. Bringt nichts, weil keine Batterien. Ja. Ich gehe mal vor. Warte mal, genau. Bin eh gleich wieder down, weil der Erste da angeschissen kommt. Stimmt, keine einzige Batterie da. Also hier bewegt sich nichts. Rechts ist so ein blaues Licht und links ist ein einzelner Strahl. Ja, das blaue Licht ist eine Zeichnung an der Wand. Ah ja. Was Viereckiges mit was drinnen. Drei Männchen oben. Irgendwas unten. Komisch. Das funktioniert hier nicht. Seid ihr da? Da kommt der nächste von der Sorte. Ja. Könnt ihr den mit dem Bogen? Oh. Achtung, kommt einer angesprungen. Einer? Oh, Team oder? Drei. Einer weg. Einer ist weg. Einer hängt vor mir. Tot. Nee, nicht den Typen. Oh. Was? Ja, statt den Tor aufzuheben, nimmt er den Typen daneben aus. Das ist doch so eine Scheiße. Wer nimmt den Typen neben aus? Du? Ja. Ach so. Weil es die gleiche Taste ist. Ach so, ja. Ja, das finde ich auch blöd, dass es alles die gleiche ist. Auch wenn du zum Beispiel Stämme aufheben und Sachen ins oder aus dem Regal rausholen, dass es auch die gleichen sind. So, warte kurz, ich muss gerade. Da vorne ist ein Feuer. Okay, komme. Wie kriege ich eigentlich die Fackel in die andere Hand? Gar nicht. Gar nicht. Halt mich mal hier links, ja?
Das ist kein Feuer, das sind nur die komischen Steine, die so komisch leuchten. Okay. Geht hier hin? Nee. Ich guck, wo es weitergeht. Ja, hier rum. Oh, Entschuldigung. Ich hab bloß am Rand geschaut. Vielleicht ist ja mal eine Batterie irgendwo dabei. Ja, ein Sauerstoffflaschen. Sauerstoffflaschen. Sehr gut. Das bedeutet nichts Gutes. Nee, das bedeutet tauchen, ja. Und wenn sie dir schon zwei ergeben, dann bedeutet das lange tauchen. Hätten wir jetzt noch die Flossen angezogen, wären wir schneller. Aber ich glaube, das juckt hier in der Höhle nicht, ne? Geht auf jeden Fall konstant nach oben. Ja, bin schon wieder raus. So, ich ziehe dann die Tauchausrüstung erstmal wieder aus. Eine Handgranate, super. Handgranate? Cool. Woran? Ich gehe mal vor. Ah, hier ist wieder Wasser. Moment, ich muss erstmal das Ding auffüllen. Das macht er automatisch. Meins ist wieder voll. Ja, du kannst im Inventar auf Benutzen gehen. Okay. Schon wieder tauchen. Also? Nee, nur Wasser. Achso, doch nicht tauchen. Ups. Weil im ersten Teil konntest du, während du sie anhattest, nicht nachfüllen, wenn es leer war. Pech. Und im Wasser konntest du deine Dinge nicht mehr holen. Da ist schon wieder Wasser. Rechts. Uah, tschüss, tot. Ach du Scheiße. Ah, der Bren. Ja, genau, Fingerchen der kommt. Wir kommen gleich. Noch brennt er. Aua! Er hat mich erwischt. Oh, mich auch. Das heißt, wir sind alle drei down? Doppelt, das war doppelt. Der hat dann einmal zugehauen, da bin ich gefallen und du. Wow. Verdammt. 30 Minuten, ich sag mal, wir machen im zweiten Teil weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Bye, bye. Servus.